Sind aber alles, wie gesagt, nur Theorien. Mehr habe ich momentan nicht. Suche einen anderen Weg. Wie wär's mit dem Hammer? Och, Manno. Aber interessant, dass man... Ah, Moment, was? Was ist die Aufgabe? Um das verstörte Tor, okay. Also ist ja interessant, dass man das mit dem Hammer tatsächlich... Dass die gedacht haben, dass man das einsetzen wird. Das haben die so programmiert, dass dann auch der Hammer hier eben seinen eigenen Spruch hat, von wegen, ja, das bringt nichts. Wetten, mit dem Bohrer hätte ich es auch probieren können. So, woher kamen wir denn? Hier im Dunkeln die Orientierung zu behalten, ist zugegeben etwas schwierig. Aber wir haben ja immerhin gerade neues Lampeöl bekommen. Also wenn ich es mal aufnehmen könnte. Sehr gut, das brauchen wir nämlich auch. Okay, hier werden Leute angekettet. Wie sieht's mit deinem Geistigen? Okay, der ist geistig schon wieder total fertig. Und ich hab mich verirrt. Hab ich so das Gefühl. Jetzt stellen wir uns erstmal hier ins Licht. Just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Oh doch. Ach man, der Geist ist geistig immer noch im Arsch. Meißel. Ein Meißel und ein Hammer zusammen können Sachen aushebeln. Genau das habe ich gedacht. Mehr als die Hälfte. Geil. Sehr schön. So, hier sind tote Menschen. Ich glaube, das war jetzt einfach auch nur damit da, dass wir jetzt hier wieder unser Öl haben, denke ich mal. Denn ich weiß ja nach wie vor nicht, wohin wir hin müssen. Oder doch, ich weiß es schon. Okay, alles klar, oder? Das ist Loch. Mit dem kommen wir wahrscheinlich auch weiter. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wenigstens das habe ich mal geschafft. Okay, da sollen wir rein. Durch ein Gefängnis hindurch. Hey, ich weiß ja gar nicht, was mich in dem Spiel hier eigentlich noch alles erwarten soll. Aber wirklich, das ist eine Grenzwerte vom Machbaren. Weil ich muss immer nachdenken, hey, macht das Sinn, was ich hier jetzt gerade mache? Und das ist gar nicht mal so einfach. Okay, wir sind in einem Gang. Licht werde ich jetzt hier eher nicht benötigen.
Labyrinth. Okay, wohin geht der andere Weg? Ich will ja alles mal probiert haben. Okay, massiv verschlossen, das heißt rechts war tatsächlich richtig. Ich glaube, die gehen auch einfach davon aus, dass der Mensch als erstes nach rechts geht. Ich weiß nicht, das ist vielleicht irgendwie so ein Instinkt. Wäre auch mal jetzt was für die Kommentare, wo ich doch eh so wenig kommentiere. Werdet ihr als erstes, oder seid ihr damals das erste Mal nach links gegangen oder das erste Mal nach rechts? Komm schon. Ah. Okay. Komm. Boah, ist das ein Riesenbrocken. Ich schieb den einfach rein. Okay, also, hier wären wir normalerweise durchgekommen. Das war jetzt quasi der Umweg, den wir gegangen sind. Küche. Gut, gehen wir mal zur Küche. Ich lasse jetzt bewusst das Licht aus. Ich weiß, ihr seht wahrscheinlich dann... Okay, hier können wir es mal anmachen. Ihr seht dann wahrscheinlich im YouTube-Video sehr wenig. Na okay, ich kann es ein bisschen anmachen. An wichtigen Stellen mache ich es halt wieder aus. Okay. Ein weiterer Eintrag. 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. So langsam finde ich die Story echt geil. Okay, das ist die Küche. Mit überall Mäusen natürlich. Muss ja auch realistisch sein. Und Lampeöl. Ah, da haben wir noch hier Zunderbuchsen. Laudanum. Okay. In der Küche steht ein Fass Säure. Naja, gut zu wissen. Okay, ich lasse es ja schon. Denn meine Wunde blutet ziemlich stark. Okay, ich benutze das Laudanum. Zack. So. Okay, das ist also die Küche. Bringt es jetzt auch nicht mehr, als dass wir jetzt wissen, dass hier ein Fass Säure steht. Wir werden nämlich garantiert hier wieder Säure brauchen. Sonst würde hier kein Fass Säure stehen und ich würde euch das nicht erzählen. Also es macht hier alles wieder Sinn. Ja, was soll ich denn machen? Hier ist es überall hell. Ja, komm, bring mich um. Du triffst nicht? Kann ich mich eigentlich heilen? Ich finde das ja relativ lustig gerade. Was haben wir denn hier? Säure. Okay, ich dachte, ich kann Säure auf. Du darfst nicht aufgeben. Aha. Ich dachte, ich kann irgendwie so Säure auf ihn draufschmeißen oder so.
Sind wir jetzt hier nochmal zurück? Haben wir jetzt noch den... Okay, also irgendwie vom Gedächtnis her sind wir gleich. Aber ich weiß nicht. So, hier waren wir gerade. Und dann sind wir runtergegangen und wurden von dem Monster angegriffen. Und warum erzählt mir dann der, ich soll nicht aufgeben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sorry. So, hier sind wir durchgekommen. Hier geht's hoch. Ich halte mich absichtlich wieder im Dunkeln, wegen diesem blöden Vieh. Ja, super. Und jetzt? Irgendwelche Ansätze? Wir machen hier mal Licht. Hier ist alles eingestürzt. Sagt unser Memorial irgendwas? Nö. Das sagt einfach nur, dass da ein bisschen was... Ah, hier geht's ja noch weiter. Die Dunkelheit ist so konstant. Das ist richtig krass, aber so sieht man ein bisschen was. Das ist natürlich nicht gut für ihn hier. Aber wir gehen erstmal so weiter. Okay. Mr. Viech ist da vorne. Und wir sind weiter hier dran. Ein weiterer Brief. Ah, cool, der nächste Tagebucheintrag. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Soon we'll be ready. Let there be enough time.